Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal. Heute geht es um Lucy, den neuen Film von Luc Besson, der 2014 in die deutschen Kinos kam und den ich damals nicht gesehen habe, jetzt zum DVD und Blu-Release natürlich nachgeholt habe. Ja, worum geht es in Lucy? Es geht um die titelgebende Lucy in diesem Film und diese wird unfreiwillig mit einer neuen Droge infiziert, mit einer synthetisierten Droge, die dem Menschen erlaubt, mehr prozentualen Zugriff auf sein Gehirn zu haben. Also heißt ja so, Menschen nutzen 10% des Gehirns und sie kann dann halt nach und nach immer mehr freischalten, bis sie dann halt irgendwann 100% freischalten kann. Und Luc Besson zeigt uns dann halt hier, was sie mit diesen Fähigkeiten alles so anstellen kann. Das sagt er auch selber praktisch dem Zuschauer in diesem Film, das ist alles reine Spekulation und irgendwo Fantasy, aber ist okay, ist ja alles ein Film. Ja, Luc Besson, ich mag seine Filme wirklich. Leon der Profi zum Beispiel oder Das fünfte Element sind meiner Meinung nach grandiose Filme. Und ich habe mich auch irgendwie gefreut auf Lucy, auch wenn ich von dem Trailer, bin ich ganz ehrlich, nicht so angetan war. Aber jetzt zum DVD-Start hatte ich schon Bock, mir den Film jetzt anzuschauen und muss sagen, ist ein schwieriger Fall. Der Film selber, bin ich ganz ehrlich, hat für mich nicht funktioniert. Allerdings, das, was Luc Besson, seine Vision hinter dem Film respektiere ich sehr, sehr stark. Warum funktioniert der Film für mich nicht oder was funktioniert an dem Film? Scarlett Johansson, finde ich, liefert wieder eine sehr schöne Performance hier in diesem Film. Nichts Außergewöhnliches, aber sie macht auf jeden Fall Spaß in dieser Rolle. Als Lucy, und es ist schön, sie mal in einer normalen Rolle zu sehen, in der sie halt eine normale Figur spielt und jetzt nicht wie in Captain America, Black Widow, also ein Superagenten, oder wie in Under the Skin, irgendein Alien oder sowas, sondern halt in diesem Fall eine ganz normale Frau. Und Luc Besson, ja, mag es ja, starke Frauenrollen zu schreiben, wie zum Beispiel bei Leon der Profi oder Das fünfte Element oder Nikita, und das hat er auch auf jeden Fall in diesem Film geschafft. Das Problem ist bloß, sobald Lucy in diesem Film halt mit dieser Droge infiziert wird, wird sie so dermaßen entmenschlich, finde ich persönlich, als Zuschauer so überhaupt gar keinen Bezug mehr zu ihr als Person hat. Und da geht dieser ganze Bezug, dieser menschliche Bezug, finde ich, ziemlich flöten im Film. Dann, was der Film natürlich einem irgendwie zeigen will, ist, dass sich ihr Kräftelevel immer weiter steigert. 10%, 20%, 30%. Ich finde, das Problem hierbei ist nur, es wirkt so, als hätte sich bei 30% schon alles freigeschaltet, was geht. Für mich wirkt es so, als könnte sie mit 30% schon irgendwie alles kontrollieren, was irgendwie geht. Und man hat die Steigerung dann, finde ich, nicht mehr so wirklich gesehen. Außer dann beim Ende, bei den 100%. Ich finde, was Lucy in den Film wirklich auszeichnet, das erste und das letzte Drittel, halt dieses erste Drittel, bei dem man noch merkt, wie sich ihre Kräfte steigern, was sie Verschiedenes damit alles so anstellen kann. Und das letzte Drittel, was ich absolut super fand, das ging so ein bisschen in Richtung Darren Aronofsky, krasser Larger-than-Life-Film dann irgendwann. Das fand ich aber sehr, sehr cool. Will da auch gar nichts vorwegnehmen, wie der Film sich dann zum Ende hin entwickelt hat. Ich fand es sehr, sehr geil, dass dieser Film dann wirklich in die unkonventionelle Richtung des Filmemachens ging. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war zwischendrin diese verschiedenen Ideen, die Luc Besson hier hat mit einfließen lassen zum Beispiel. Er hat immer wieder so Parallelen dargestellt, in was für einer Situation unsere Figuren im Film sind und zu was für einer Situation sich das in der Natur ähnelt. Zum Beispiel gibt es ja am Anfang diese Szene, wie dieser Leopard oder was, ein Gepard, diese Antilope da verfolgt. Das fand ich, ja, es sind billige Tricks, hier Arthouse-Feeling darzustellen. Aber ich fand, es funktioniert und es ist mehr als nichts. Und ich fand, es war sehr, sehr cool. Aber das Problem war halt dieses mittlere Drittel für mich bei dem Film, bei dem einfach halt nichts wirklich passiert, beziehungsweise die Story, die passiert, war mir als Zuschauer ziemlich egal, weil Lucy so entmenschlicht wurde und Lucy ist in diesem Film unbesiegbar. Das ist auch ein Problem, weil sie kann ja alles und deswegen gibt es keine Bedrohung für sie in dem Film. Deswegen funktionierte für mich einfach dieses mittlere Drittel überhaupt nicht. Da bin ich so komplett ausgesonnen wirklich irgendwie bei dem Film, weil einfach nichts da war, was mich persönlich als Zuschauer gepackt hat. Was ich allerdings sagen muss, was Lucy drauf hat, ist visuell fantastisch auszusehen. Also das war wahrscheinlich einer der visuell aufregendsten Filme 2014 für mich. Und Luc Besson schafft es ganz einfach, so toll mit Farben hier zu spielen und einem so
krasse Bilder zu zeigen in so einem Kontext, die man wahrscheinlich noch nie gesehen hat, zum Beispiel im letzten Drittel des Films. Also, wie gesagt, Lucy war ein netter Film, kann man sich auf jeden Fall anschauen, beziehungsweise ich finde, Luc Besson hat hier was probiert mit diesem Film, wofür man ihn auf jeden Fall Respekt zollen muss. Hat es wirklich funktioniert? Jein, wie gesagt, am Anfang und am Ende, ja, aber zwischendrin wirkte das halt wie, wir wissen nicht, was für eine Geschichte wir erzählen wollen, deswegen werden wir zu einem generischen Actionplot, der nicht funktioniert, weil die Action völlig sinnfrei ist, weil Lucy unbesiegbar ist. Also wirklich funktioniert hat der Film nicht, allerdings fand ich, es war ein unterhaltsamer Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Er bekommt von mir 6 von 10 Punkten. Habt ihr Lucy gesehen? Lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet und geht auch auf meine Facebook-Seite für mehr Zeug und Updates und bla bla bla. facebook.com/mutantix8. So, dann das war's von mir zu Lucy. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.